Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von MW2 und heute das Thema Weltbevölkerung. Ja, wir spielen wieder live. Ich glaube Gulag oder so heißt diese ganze Sache, wo wir hier spielen. Es ist natürlich wieder MW2, klar. Ich liebe dieses Spiel, es ist einfach bombastisch. Hab's, glaube ich, schon mehrmals jetzt erwähnt, aber ich denke, ich muss es einfach erwähnen, weil es halt einfach ein geiles Spiel ist. Und dann müssen wir uns einfach einig sein, können wir zusammen gerne streiten, zusammen mal ein Bierchen trinken, drauf anstoßen, welches Spiel geiler ist. Ich finde MW2 geiler. So. So, ja, Weltbevölkerung, ja, es geht eigentlich um das Wachstum der Menschen, ne? Und zwar sind wir jetzt aktuell auf der Erde ungefähr 7,2 Milliarden Menschen. Die Zahl ist genau, plus, minus ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall, Fakt ist, auf der Erde leben über 7,2 Milliarden Menschen. Das sind 7200 mal eine Million Menschen. Das ist eine ganz große Menge. Und ihr müsst mal überlegen, was das eigentlich bedeutet, 7,2 Milliarden Menschen. 7,2 Milliarden Menschen brauchen täglich Wasser. 7,2 Milliarden Menschen brauchen täglich Trinken. 7,2 Milliarden Menschen brauchen Rohstoffe. 7,2 Milliarden Menschen, ja. Ja, die brauchen halt einfach Dinge. Ja? Das muss man einfach mal so überlegen. Und wenn man dann mal die Zahlen dazu nimmt, wie viel jedes Jahr dazukommen, also wie viel neue Geburten entstehen, dann macht mir das wirklich Sorge, weil es sind über 78 Millionen Menschen. 78 Millionen neue Menschen. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, hey, da sterben doch auch ein paar Leute. Nein, in diesen 78 Millionen Menschen ist nur die Zahl enthalten, wo es mehr wird. Die Tote sind da schon abgerechnet, ne? Sonst wäre das ja noch mehr. 78 Millionen Menschen werden es jedes Jahr kommen dazu. Und das ist ja wirklich eine riesige Menge. Das sind fast 100 Millionen. Und diese ganzen hohen Geburten, wo kommen die eigentlich her? Das kommt natürlich hauptsächlich aus Gebieten, aus sogenannten Entwicklungsländern. Entwicklungsländer, ja, das sind Länder mit einem niedrigen BIP, also Bruttoinlandsprodukt, BIP auch genannt. Ne, das sind Schwellenländer. Ne, die fangen an, groß zu werden. Ne, da, besonders Afrika ist da ein sehr gutes Beispiel, weil dort wirklich die Weltbevölkerung enorm wächst. In Afrika, da leben über 1 Milliarde Menschen heutzutage schon. Da gibt's Länder, da leben so viele Leute wie in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Die Leute denken immer, in Afrika sterben die Leute. Das ist eben Quatsch. Die Gesundheitsversorgung in Afrika wird immer besser. Ne? Und die Weltbevölkerung steigt dort immens an. Wenn man sich mal das überlegt, weil Afrika wirklich riesig ist. Europa ist ja nicht mehr so extrem. Und China ist auch nicht mehr so extrem. Weil in China natürlich die Ein-Kind-Politik durchgesetzt wurde. Also was heißt das jetzt? Nun ja, man darf da glaube ich nicht mehr als ein Kind haben. Also ganz komisches Land, würde ich mal sagen. Ne? Europa, da fängt alles an jetzt hier zu sinken. Keiner will mehr Kinder wirklich. Ne? Aber ich meine, Kinder sind nichts Schlimmes. Viele sagen auch, oh, wenn ich jetzt ein Kind habe, dann ist mein Leben verbaut. Was für ein Scheiß! Du schenkst einem ein Leben, eine Zukunft. Da hast du dir gar nichts verbaut. Du hast etwas Wunderbares damit getan. Und wenn du eines Tages mal, ich weiß, vielleicht mal weibliche Abonnenten oder vielleicht ein paar Männer, die vielleicht ihre Freundin gevögelt habt, bitte hört einen Rat an. Wenn ihr das Kind irgendwann mal abtreiben solltet, dann macht ihr einen riesen Fehler. Oder wenn ihr irgendwie an Abtreibung denkt, weil ihr irgendwann mal, wenn ihr so 50 oder 60 Jahre alt seid, werdet ihr es total bereuen, wenn ihr dann mal irgendwelche Kinder seht auf der Straße und dann sagt, oh Gott, ich und meine Freundin haben das Kind abgetrieben. Abtreiben ist das Letzte, was man machen sollte. Wirklich das Allerletzte. Wirklich, würde ich euch wirklich empfehlen, nicht abzutreiben, weil das wirklich ein Riesenfehler ist, den man machen kann. Ist etwas ganz Schlimmes und das ist nicht toll. Das ist nicht toll. So, jetzt kämpfen wir hier gerade
in diesem komischen Käfig. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier rauskommen. So, wir haben natürlich jetzt viel geredet in der Zeit über die riesige Weltbevölkerung. Deutschland wird immer weniger werden. Ja klar, wir werden immer weniger. Mich stört das persönlich nicht. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, dass wir jetzt weniger werden. Es ist halt so. Die Weltbevölkerung in Europa sinkt, aber dafür steigt sie in anderen Ländern. Ob das cool ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich denke, es ist eher vom Nachteil, weil einfach die Erde nicht so viel verträgt. Ich kann euch auch sagen, warum. Was glaubt ihr denn alles, was in sogenannten Stromleitungen oder was in Handys drin ist, in Waschmaschinen, das, was man eigentlich braucht zum Leben, alles drin ist? Genau. Aluminium, Stahl, Eisen. Es könnten die einen sagen, da haben wir doch genug. Nein. Umso mehr Menschen auf der Welt sind, umso weniger Ressourcen haben wir. Ein Europäer verbraucht im Laufe seines Lebens 1 Tonne Kupfer. Das konnte ich auch nicht glauben. Wo kommt diese ganze Tonne Kupfer eigentlich her? Das fängt schon mit den Elektrogeräten an. Von der PS3 bis zum Fernseher, bis zum Auto, bis zum Haus. Es ist wirklich eine enorme Menge. Wir verbrauchen wirklich viel. Hunderte, tausende Tonnen Wasser brauchen wir in unserem Leben. Also was da alles zusammenkommt, ganze Schweine, ganze Rinderfarmen verbraucht ein einziger Mensch. Und wenn wir jetzt immer mehr werden, das vertragen wir nicht. Der Urwald wird gerodet, Soja wird angebaut. Ich will euch einfach nur sagen, dass es einfach schlimm ist, was hier passiert. Na, das muss man mal erzählen als YouTuber. Haben wir doch eine Verantwortung, finde ich. So, wie es weitergeht hier, das könnt ihr am nächsten Part erfahren. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 3. Nächstes Video. 2 oder 3 Tage warten. Dann kommt's was Neues. Haut rein. Ciao.